Das sind die Themen der heutigen Sendung. Pressekonferenz zum Ringfestival 2016 in Bruck an der Mur. Geburtstagsfeier im Generationencafé in Kapfenberg. Und Nacktfotos ins Internet stellen ist gefährlich. Nach einem ausgezeichneten Echo im vorigen Jahr gibt es heuer bereits zum zweiten Mal das Ringfestival in Bruck an der Mur. Bei einer Pressekonferenz wurden die heurigen Highlights vorgestellt. Welche Ziele verfolgen die Veranstalter mit diesem Event? Ja, das Ringfestival soll eigentlich für die Jugend einfach sein hier in Bruck an der Mur. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man wirklich für die Jugend etwas organisiert, eine Veranstaltung vor allem in dieser Richtung ist. Es ist wirklich jetzt kein Schlager oder sonst irgendwas, sondern wirklich auf Rock aufgebaut. Wir haben jetzt mit den Subways einen großen Headliner, in dem Fall in Bruck an der Mur heuer. Sicher eine Steigerung zum letzten Jahr ist Indie-Rock, in dem Fall eine der bekanntesten Indie-Rock-Bands, eine der beliebtesten Indie-Rock-Bands. Und ich glaube, dass das sehr viele Jugendliche heuer auf dem Brucker Hauptplatz ziehen wird. Die Stadtgemeinde Bruck ist bestrebt, ein musikalisches Programm für die Jugend anzubieten. Mit dem Ringfestival ist dies bereits im Vorjahr bestens gelungen. Welche Gruppen kommen neben dem Hauptact heuer zum Einsatz? Ja, unter anderem Werner Itchy Boops Kid aus Deutschland anwesend sein und natürlich einige lokale Bands wieder, weil wir immer darauf Rücksicht nehmen, dass eben auch Bands aus der Region zum Zug kommen und sich auf seinem Festival präsentieren können vor bekannten Bands. Aber die werden wir dann bei der zweiten Werbewelle bekannt geben. Also momentan wird nun mal bekannt gegeben, dass eben die Subways der Headliner sein werden, Itchy Boops Kid als Co-Band und der Rest kommt dann noch in den nächsten Monaten und wir halten es eben spannend. Neben vielen Konzerten für die ältere Generation soll mit dieser Veranstaltung der musikalische Kreis für die Jugend geschlossen werden. Wie kam es zu dem Namen Ringfestival? Also einerseits ist natürlich der Ring im Logo drinnen, das ist einmal die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist natürlich, dass wir das Festivalgelände teilweise ringförmig angleichen werden, wieder in dem Fall heuer. Und auf der anderen Seite noch, die dritte Geschichte ist das rundherum, also wir sehen das auch so, in Wien gibt es ja auch einen Ring, der ist auch nicht rund und rundherum am Hauptplatz ist ja auch eine Straße und dementsprechend haben wir das den Brucker Ring Festival dann genannt und ich glaube, das ist im zweiten Jahr jetzt schon und es funktioniert, glaube ich, ganz gut und hat einen Wiedererkennungswert. Eine erlesene Auswahl an internationalen, aber auch heimischen Musikgruppen werden auch heuer den Brucker Hauptplatz zum Beben bringen. Nach welchen Kriterien wird der musikalische Mix zusammengestellt? Man arbeitet mit Booking-Agenturen zusammen, damit man eben zu den Bands kommt und bei den lokalen Bands, wir haben teilweise angefragt, sind viele Bewerbungen reingekommen von lokalen Bands und so, also sind immer zwischen 70 und 100 Bewerbungen bestimmt wieder gewesen, die sich angeboten hätten, um am Festival zu spielen. Man kann natürlich immer nur zwei, drei nehmen, aber nächstes Jahr gibt es wieder ein Festival und wir schauen eh, dass wir eine bunte Mischung zusammenbringen. Nachdem gegenüber dem Vorjahr einige Kleinigkeiten verbessert wurden, ist man sich seitens der Veranstalter sicher, dass auch heuer wieder ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann. Wahre Freunde sind im Pensionisten- und Pflegeheim Johann-Böhm-Straße Kapfenberg zu einer Geburtstagsfeier zusammengekommen. Wir feiern heute die alten Veteranen von der früheren Fußballzeit KSV, ein Geburtstag, und zwar unser Heli Hauberger. Hier hinten dieser blondgraue Mensch, der ist 81 Jahre heute geworden und da sind heute, wie gesagt, die alten Fußballer zusammengekommen. Buschnik Ignaz, Oswald Hand, dann der Herr Antrich Adi, haben sich nicht nehmen lassen, heute zu erscheinen und zu gratulieren. Und wir wünschen unserem Hauberger Heli alles Gute zu seinem Geburtstag und hoffen, dass er in der alten Frische viele Jahre noch in unserer Mitte ist. Ja, also ich muss sagen, es ist so, zusammengekommen sind alle, fast alle, alle haben nicht keinen. Aber es wäre halt für das Schönste gewesen für mich, wenn wir noch mehr waren. Aber es ist nicht so wichtig. Die wichtigsten Sänger, die sind da. Und die sind am wichtigsten. Ne? Das ist keine Frage. Und wenn wir vielleicht wieder in einige Wochen wieder zusammenkommen, dann werden wir uns dementsprechend wieder unterhalten. Ich bin sehr froh, dass mein Mann in Helmut so gut geht heute unter seinen Freunden. Und es ist ein ganz schönes Fest geworden.
und wir freuen uns. Und die sind alle so treu, diese Sportsfreunde, da gibt es nichts. Super. Ja, wir haben uns zusammengesprochen und haben beschlossen, unseren Freund Helmut im Heim zu besuchen. Sie sind ja eine Fußballlegende, wie man so zu sagen pflegt. Haben Sie über den Fußball auch gesprochen heute? Ja, zwischendurch schon. Aber im Großen und Ganzen unterhalten wir uns über alles. Und blödeln ein wenig. Und vor allen Dingen singen wir ganz schön, wie Sie es vielleicht gehört haben. Also, uns wird nie langweilig. Was wünschen Sie dem Helmut? Ich wünsche mir, dass der Heli wieder so weit gesund ist, dass er selber gehen kann. Das wäre mein Wunsch. Denn sie wissen nicht, was sie tun. So lautet der Titel eines Filmklassikers mit James Dean. Seit Edward Snowden aufgezeigt hat, dass Internetriesen wie Google oder Facebook mit Geheimdiensten zusammenarbeiten und gewaltige Datenmengen erfassen, sollten sie es eigentlich wissen. Trotzdem bemerken Experten einen bedenklichen Trend. Immer mehr österreichische Jugendliche machen mit dem Handy Nacktfotos von sich selbst und versenden sie gedankenlos an Freund oder Freundin. Sexting, so lautet der Fachbegriff für das Aufnehmen und Versenden von erotischen Bildern. Für die Jugend ist Sexting längst Alltag. Österreichweit gibt es kaum eine Schule, in der es noch keinen Fall gegeben hat. Unten ohne Bilder, als Flirtversuch oder Liebesbeweis. An die Konsequenzen wird im Liebesrausch nicht gedacht. Doch wer Nacktfotos von sich aus der Hand gibt, verliert die Kontrolle über sie. Und die Jugendliebe von heute kann schon morgen Vergangenheit sein. Ist die Liebe vorbei, werden die Bilder aus Rache ins Netz gestellt. Außerdem durchforsten auch Arbeitgeber das Internet und somit können Nacktbilder schnell zum Bumerang werden. Da die freizügigen Selfies meist auf dem Handy gespeichert bleiben, entstehen auch Probleme, wenn das Handy gestohlen oder gehackt wird. Viele Film- und Popstars aus Hollywood können ein Lied davon singen. Übrigens drohen auch strafrechtliche Konsequenzen. Denn pornografische Bilder von unter 18-Jährigen dürfen weder besessen, noch weitergeleitet, noch wissentlich betrachtet werden. Die Initiative Safer Internet rät nicht, alle intimen Körperstellen zu fotografieren, das Gesicht überhaupt nicht zu zeigen und alte Nacktbilder vom Handy zu löschen. Leider verhallen alle Warnungen meist ungehört. Der berühmte Satz des französischen Philosophen René Descartes: Ich denke, also bin ich, scheint keine Gültigkeit mehr zu haben. Für die Jugendlichen von heute gilt: Ich poste, also bin ich. Vielleicht sollten Sie nachdenken, was Sie posten, denn das Netz vergisst nie. Heute war es wechselhaft mit Sonne und Wolken bei Höchstwerten um die plus 10 Grad. Morgen Donnerstag wird es winterlich. In der Obersteiermark kommen einige Zentimeter der weißen Pracht dazu. Bei Höchstwerten um die plus 5 Grad kann es bis in tiefe Tallagen schneien.